Hallo zusammen. Im heutigen Video kannst du mich auf eine Wanderung zum Flackenturm, zur Wachtenburg und zur Villa Rustica begleiten. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen vom Video. Schau dir diesen Baum an. Ist er nicht einzigartig? Hier musst du übrigens rechts abbiegen und an den Palmen vorbei ins Wohngebiet. Nun geht es noch ein kurzes Stück durch das Wohngebiet. Den Innenstadtbereich habe ich wieder übersprungen, da ich es nicht mag, Leute zu filmen. Am Ende der Straße geht es in einen Feldweg über. Hier müssen wir rechts abbiegen und wir sehen schon unser erstes Ziel, den Flackenturm. Der Aufstieg zum Flackenturm ist nicht anstrengend. Es sind nicht allzu viele Höhenmeter zu überwinden. Allerdings hast du auf diesem Stück keinen Schatten und heute sind 30 Grad gemeldet. Entsprechend warm ist es. Hier ist der Weg zum Flackenturm schon angeschrieben. Du kannst ihn quasi nicht verfehlen. Und wir haben ein kurzes Stück Schatten. Das hält allerdings nicht lange an. Schon haben wir eine schöne Aussicht Richtung Wachenheim und folgen weiter dem Weg Richtung Flackenturm. Gleich sind wir oben beim Flackenturm. Der wunderschöne Flackenturm. Von hier hat man eine traumhafte Aussicht. Hier oben auf dem Flackenturm hat man eine wunderschöne 360-Grad-Aussicht. Da vorne ist Wachenheim, da gehen wir nachher noch hin. Und hier sieht man die Klosterruine Limburg auf dem Berg. Neben dem Flackenturm gibt es auch zwei Bänke, die zum Verweilen einladen. Nun geht es erstmal ein Stück durch die Weinberge weiter. Hier in der Sonne wird man echt gegrillt. Ich freue mich schon darauf, wenn es nachher in den Wald geht. Dort wird es etwas kühler sein. Nun geht es weiter Richtung Nolzeruhe. Dort wartet ein schöner, schattiger Picknickplatz auf uns. Es geht leicht bergauf, aber wir haben auch ein bisschen Schatten. Hier geht es nochmal ein kurzes Stück durch ein Wohngebiet, bevor wir dann in den Wald eintauchen. Oh, hier vermisst jemand sein Kuscheltier. Ich hoffe, dass es gefunden wird. Am Ende der Straße geht der Wanderweg gut versteckt weiter. Wir müssen hier links abbiegen. Und schon sind wir an der Nolzeruhe angekommen. Ich
Ich habe nun eine kurze Pause an der Nolseruhe gemacht und etwas getrunken. Heute ist es fast ein bisschen zu warm zum Wandern, aber ich möchte das schöne Wetter nutzen, um die Gegend zu erkunden. Hier im Wald ist es bei Weitem angenehmer als in den Weinbergen. Die Abkühlung tut richtig gut. Das hier ist der Straußplatz. Von hier hat man eine wunderschöne Aussicht und Picknickmöglichkeiten. Schade, dass ich noch keinen Hunger habe. Hier muss ich eigentlich nach links gehen. Wenn ich dem rechten Weg ein Stückchen folge, gelange ich allerdings zu einem schönen Aussichtspunkt. Den möchte ich noch mitnehmen. Hier hat man wirklich auch eine sehr schöne Aussicht. Es ist zwar etwas zugewachsen, aber dennoch schön. Es schaut fast ein bisschen mediterran aus. Nun geht es zurück und wir steigen hinab ins Tal. Hier kann man übrigens abkürzen, um auf den Wanderweg zu gelangen, der uns ins Tal bringt. Eine schöne Landschaft. Hier am Wegesrand auf den Steinen sieht man immer wieder Eidechsen. Leider sind sie schneller, als dass ich sie filmen könnte. Hier geht nun links ein Weg runter, dem müssen wir folgen. Nun sind wir im Tal angekommen. Nach der langen Trockenperiode ist es kein Wunder, dass der Bach kaum Wasser hat. Hier ist ein Picknickplatz und ich werde Pause machen. Direkt neben dem Rastplatz befindet sich eine Schaukel. Diese muss ich gleich einmal ausprobieren. Nach meiner Pause geht es nun weiter Richtung Hexenstein. Hierbei müssen wir wieder aufsteigen. Mal schauen, wie das klappt nach dem Essen. So, der langweilige Schotterweg ist überstanden. Nun geht es auf einem Trampelpfad weiter.
obwohl der Anstieg nicht sonderlich steil ist, kommt man bei diesen Temperaturen ganz schön ins Schwitzen. Der Hexenstein. Aktuell weht eine kühle Brise. Das tut so gut. Heute ist es wirklich warm. Hier musst du aufpassen, dass du den Weg nicht verpasst. Der ist ein bisschen versteckt. Hier muss man direkt am Campingplatz vorbeigehen, um auf dem Wanderweg zur Wachtenburg zu gelangen. Nun geht's weiter zur Wachtenburg. Das letzte Stück zur Wachtenburg ist noch einmal schweißtreibend. Jedenfalls bei diesen Temperaturen. Zum Glück geht es nun noch ein bisschen geradeaus. Nun sind wir angekommen bei der Wachtenburg. Die Aussicht vom Turm der Wachtenburg ist wirklich bombastisch. Man muss nicht einmal Eintritt bezahlen, sondern kann gegen eine kleine Spende herauf. Hier unter uns liegt Wachenheim und links ist Bad Dürkheim. Die Weinschorle war jetzt wirklich erfrischend. Ich hoffe nur, dass sie mir bei diesen Temperaturen nicht zu Kopf steigt. Das nächste Ziel der Wanderung ist Villa Rustica. Und danach geht es zurück nach Bad Dürkheim.
diesen schmalen Fußweg hätte ich fast übersehen. Oh, das blüht so schön. Ich habe zwar nun keine Höhenmeter mehr zu überwinden, aber dafür auch keinen Schatten. Ich glaube, da ist mir Schatten mit Höhenmetern lieber. Die Weintrauben haben schon eine richtig schöne Farbe. So, dann schauen wir mal, was uns bei der Villa Rustica erwartet. So, und nun geht's zurück Richtung Bad Dürkheim. Also ich muss sagen, ich werde von der Sonne hier ordentlich gebraten. Diese Wanderung empfehle ich eher bei etwas kühleren Temperaturen. Hier ist kein Schatten, da wird man ordentlich gegrillt. Hier oben auf dem Berg ist der Flakenturm schon wieder zu sehen. Wir nähern uns Bad Dürkheim. Hier ist zumindest gelegentlich ein bisschen Schatten. Das tut wirklich gut. Oh, wie schön, hier in Bad Dürkheim ist Schatten. Das macht den Rückweg um einiges einfacher. Der Weg durch die Weinberge war echt grenzwertig. Umso mehr freue ich mich nun über den Schatten. Wenn man hier weiter geradeaus geht, kommt man in die Fußgängerzone. Wir müssen aber rechts abbiegen. Wenn man vorne links abbiegt, gelangt man dann zum Bahnhof. Ich bin nun fast zurück in Bad Dürkheim und es ist Zeit für ein Fazit meiner heutigen Tour. Der Flakenturm und auch die Wachtenburg sind wirklich sehenswert. Auch die Wälder dazwischen sind wirklich schön. Aufgrund der vielen Weinberge, die am Anfang und am Ende der Wanderung sind, empfehle ich dir, diese Tour nicht bei zu hohen Temperaturen zu machen. Denn heute ist es viel zu heiß dafür. Gerade mache ich eine kleine Pause im Schatten eines Baumes zwischen den Weinfeldern, weil ich einfach etwas abkühlen muss. Ich hoffe, das kleine Video hat dir gefallen und ich würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und mir meinen Kanal abonnierst. Vielen Dank und bis bald. Ciao!